Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Ja, wir sind immer noch alleine unterwegs, ich bin immer noch angeschlagen und wir bauen immer noch am Bauernhaus. Ja, so viel zum Stand der Dinge. Wir werden natürlich jetzt sofort weitermachen, einfach nur weil ja, wir fertig werden wollen. Beziehungsweise ich würde ganz gerne fertig werden. Das Problem ist nur gerade, ich bin zu doof. Ich habe Dachbauen in Minecraft tatsächlich schon immer gehasst, muss ich ja sagen. Das habe ich aber auch nie ein Geheimnis draus gemacht, dass ich das hasse. Ja, und vor allem bei so einem großen Dach hasse ich es noch viel mehr. Also es ist echt nicht feierlich, wie viel wir jetzt hier gleich hin und her setzen dürfen. Vor allem, da die Reihen ja immer noch größer werden. So, ich mache hier dann Überhang von 2. Das heißt, zack und... Na, zack, so. 2er Überhang. Und dann müssen wir hier... So. Muss hier das Dach nämlich hin. Und ich glaube, dafür dürfte unser Holz nämlich schon wieder nicht ausreichen. Das könnte sehr, sehr knapp werden. Ja, man sieht schon, das war jetzt ein Stack und wir sind gerade mal über... Also ich glaube, pro Reihe brauchen wir beinahe ein Stack Treppen. Das ist schon relativ heftig, muss ich sagen. Ich meine, es ist jetzt kein Ding der Unmöglichkeit. Das kriegen wir hin. Wir haben schon viel größere Dächer, glaube ich, gebaut. Aber es ist halt schon... Na, nicht ganz so ohne. So. Zack und zack. Und das Ganze gleich nochmal auf der anderen Seite angedeutet. Dann gucken wir erstmal von unten, wie das Ganze aussieht. Dürfte eigentlich, wie gesagt, nicht schlecht aussehen. Aber, ja, man weiß halt nie. Es kann immer ein bisschen beschissener oder besser aussehen, als man denkt. Das ist immer so eine Sache in Minecraft. Also, es ist immer so ein Spagat. So, ich überlege tatsächlich, ob ich hier dann eventuell auch, vielleicht lasse ich sogar hier den flachen Knick drin. Und dann hier eine Reihe mehr oder weniger gerade oder nur mit Slabs durch und gehe dann da wieder höher. Ich glaube, das mache ich so. Das heißt, wie viel habe ich da? Hier habe ich 2. So, ne? Aber das passt doch nicht. Hä? Achso, ich habe 2-mal so einen Block. Okay. Ich nehme alles zurück, das passt. So. So wird es dann aussehen. Alles klar, dann muss das nur noch durchgehen. Ach Gott, Alter, das ist so übel. Und es wird gerade schon wieder Nacht. Das ist... Ah. Zumindest glaube ich, dass es Nacht wird. Ich meine, es müsste Nacht werden. Also ich bin mir relativ sicher, dass es Nacht werden muss jetzt gerade. So. Ah, komm schon. Ich hasse es echt. Ich hasse es wie die Pest. Ja, vor allem sowas hasse ich noch wesentlich mehr. Aber okay. Na gut, ich hoffe, wir schaffen die 2 Reihen hier zumindest noch eben. Dass man dann gleich pennen gehen kann. Und wenn man dann unten ist, wir müssen uns ja dann eh neue Sticks machen. Ich wollte eh, oder beziehungsweise neue Treppen machen. Und ich wollte ja gucken, wie das Ganze aussieht von unten. Damit wir hier so einen groben Überblick kriegen. Das ist natürlich schön, dass ich die Baufolgen jetzt auch alleine gerade mache momentan. Aber um ehrlich zu sein, haben wir natürlich auch, beziehungsweise habe ich ja hauptsächlich allein auch hier dran rumgebastelt, auch in den Aufnahmen. Und deswegen ist das nicht ganz so schlimm, dass ich das jetzt immer eben alleine durchziehe, das Ding, glaube ich. So. Ich habe hier, wie gesagt, jetzt gerade den Masterplan, ja. Es ist den Master of Disasterplan. Alter, da gucke ich doch gar nicht hin. Wenn, dann gucke ich den Stick, beziehungsweise hier den Fans an. Und ich, oh Mann, Minecraft, du machst mich wahnsinnig. Naja, zumindest sind die Reihen jetzt gleich durch. Nein, das war eine dumme Idee. So. So. Und jetzt einmal ganz kurz durchrennen. Zack, 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 zack. Das Dach wird so groß werden, dass hier wahrscheinlich Monster drauf spawnen werden. Das ist vermutlich abzusehen. Und es wird gerade schon wieder so dunkel, dass ich nichts mehr sehen kann. Das ist auch sehr schön. So, da vorne muss auf jeden Fall jetzt einer hin und dann 2 Doppelte jeweils. Und dann können wir erstmal pennen gehen wieder. Das heißt, einer... 2 Doppelte hier so. Zack, zack. Selbe Spielchen nochmal hier. Einer. 2 Doppelte, 2 Doppelte. Alles klar, dann haben wir das alles. So, die Treppe nehmen wir natürlich hier wieder mit. Und ich muss sagen, es sieht doch schon mal nicht so schlecht aus, oder? Also es ist, hat doch irgendwie was. Vielleicht kommen da dann auch nochmal so Masten hin. Das weiß ich jetzt noch nicht. Also so wie da vorne nämlich. Das wäre eventuell nicht ganz verkehrt. Doch, da habe ich welche hingesetzt. Alles klar. Ja, dann werden wir jetzt mal ganz kurz nochmal runtergehen. Weiß gar nicht, ist das hier unten ausgeleuchtet genug? Doch, müsste, ne? Ja, hier spawnt nichts drin. Okay. Alles klar. Dann nehme ich hier nochmal ganz kurz die Treppen mit. Hier ist auch nicht so weit und breit. Mensch, Monster sind gerade ziemlich wenig unterwegs. Da bin ich eigentlich relativ froh drüber, muss ich sagen.
Wir gucken mal ganz kurz von hier oben, wie es aussieht. Aber um ehrlich zu sein, ich finde, das sieht gar nicht schlecht aus. Das hat was. Also irgendwie hat das echt was. Es sieht tatsächlich nach einem großen Bauernhaus, Lagerhaus aus. Wenn hier vorne noch alles verschwunden ist, das Portal dann alles weg ist, das Feld fertig gebaut ist und alles drumherum ist. Doch, das wird ziemlich gut aussehen, schätze ich mal. Ja, also das ist, es wird sich sehen lassen können. Und darunter kommen ja dann eigentlich die technischen Anlagen hin. Das heißt, automatische Lagersystem soll hier noch hier drunter und so weiter und so fort. Da werden wir mal gucken, wie wir das Ganze umsetzen, ehrlich gesagt. Das weiß ich noch gar nicht, aber alter Schwede, sieht das geil aus. Ja. Irgendwie finde ich, ist uns das schon ziemlich gut gelungen hier. So, ich brauche mal ganz kurz noch mehr Holz. Und wir hatten ja irgendwo eine Kiste, da hatte ich ja relativ viel reingepackt letzte Mal. Das ist hier nach vorne, natürlich hier vorne. Ja, die brauche ich. Naja, habe ich sogar noch Eichenholzzäune drin. Hätte ich gerade gar keine mehr machen müssen, oder wie? Naja, auch nicht so schlimm. So. Was wollte ich hier suchen? Gar nichts. Okay. Ach ja, ich wollte noch ganz kurz Slabs machen, ein paar zumindest. Nein. So. Eichenholzstufen. Genau. Mit denen wollte ich nämlich ganz gerne oben diese Lücke, die wir jetzt im Dach gelassen haben, dann voll füllen. Und für den Rest haben wir dann normales Holz und alles. Das dürfte eigentlich relativ gut funktionieren, schätze ich mal. So, hier drin ist Gott sei Dank nichts. Hat sich nichts verirrt. Würde sich auch nicht lohnen. Hätten wir jetzt umgebracht. Und hier überlege ich ganz ehrlich, ob ich den Dachbalken nämlich hier dann durchziehen soll. Also hier auf jeden Fall. Hätte ich gar nicht zubauen sollen. Warum habe ich das eigentlich gemacht? Naja, egal. Weil hier hätte ich nämlich auf jeden Fall die Idee, das Ganze ja zu dingsen und so. Ihr wisst schon Bescheid. Hier halt, ne, so einen Balken reinzuziehen, wieder wie wir da drunter auch schon haben. Und hier vorne haben wir es ja freigelassen. Da würde ich ganz gerne überlegen, tatsächlich. Da gehe ich hier auch auf diese Höhe. Das könnte man natürlich machen. Ich meine, das Problem ist nur, hier vorne wird man es nicht sehen. Aber hier kann ich das ja tatsächlich dann der Höhe vielleicht machen. Da unten geht dann halt ein runter. Das ist natürlich einfach auch ganz möglich. So. Dann setzen wir hier nämlich Dachbalken ein. Wir sehen jetzt gerade riesig aus. Und vor allem noch sehr schäbig. Das tut aber allerdings noch nicht zur Sache. Das ist zum einen sowieso jetzt erstmal zum Ausprobieren. Also das heißt, es ist alles noch nicht final, was jetzt hier gerade entsteht. Zum anderen, werden die natürlich noch ein bisschen unterstützt durch die Seitenteile hier. Und natürlich nach oben hin werden die auch noch weiter ausgebaut werden. Das heißt, es ist so. Da kann man vielleicht da oben nämlich auch noch so ein bisschen was machen. Oder mal in Adventure-Web-Style-mäßig dann da oben noch ein bisschen so ein paar Secrets hin wieder. Ah, vielleicht verstecke ich da auch noch eine Kiste oder sowas. Oder einen Schalter für irgendwas. Also ein paar gute Ideen habe ich dafür auf jeden Fall. Jetzt könnte man natürlich auch hier noch so einen Balken rumziehen. Das sieht aber nicht ganz so super aus. Ich wollte halt einfach wegen der anderen Seite, damit das ein bisschen gleichmäßiger aussieht. Das hier so gestalten. Aber vielleicht kann man dann hier. Man sieht jetzt wesentlich gedrungener aus als vorher natürlich. Also hier vielleicht nicht. Hier sieht es halt scheiße aus. Aber hier dann jeweils auch noch so Fackeldinger drum rumhängen. Das erinnert mich irgendwie an Schiff. Ich weiß nicht warum, aber das erinnert mich sehr stark an Schiff. So, dann haben wir hier nämlich mittendrin auch noch so ein bisschen ausgeleuchteter. Vielleicht kann man hier auch tatsächlich dann. Kann man die Fackel auch eigentlich weiter runterhängen. Kann man vielleicht tatsächlich so machen, dann hat man tatsächlich jetzt so ein Flair von einem, ja, von der Scheune. Doch, jetzt wirkt es tatsächlich wie eine Scheune. So, hier unten müssen natürlich die Deckenbalken ein bisschen anders gezogen werden. Die hätten jetzt keine Verbindung damit, sondern die müssten dann hier so durchgeballert werden. Wie komme ich jetzt da vorne am besten dran? Bräuchte Dirt, ganz ehrlich. Ich brauche mal Dirt zum Bauen für Baugerüste, weil ich muss irgendwie jetzt darüber kommen. Aber das sieht verdammt geil aus, glaube ich. Ja. Wie gesagt, es ist ja ein Lagerhaus hauptsächlich aus. Das heißt, wir werden hier noch sehr viel wieder reinpacken nachher und das optisch noch sehr schön gestalten. Aber doch, jetzt hat es irgendwie schon was. So, Dirt habe ich gesagt, brauche, ne? Dirt ist überall drin, weiß, und ich suche Dirt. Ach ja. Ja, man, wie gesagt, man merkt halt, ich bin angeschlagen, damit ich auch sehr verpeilt zum Teil.
Und das in Kombination mit meiner Detailverliebtheit in Minecraft, das ist tatsächlich schlimm. So. Zack, zack, zack. Eigentlich wollte ich das Dach jetzt eben fertig machen. Naja, egal. So, dann haben wir hier nämlich auch noch einen Deckenbalken drin, den wir jetzt seitlich mit da vorne verbinden können, sollten, müssten. So, haben wir dafür noch genug Holz? Ich hoffe mal. Und den kommen wir auf jeden Fall hier schon mal dran. Das ist ja der mittlere. So, und da vorne das gleiche Spielchen nochmal. Vielleicht mache ich mir einfach mal eine Verbindung kurz hier rüber. Zack, 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 zack. So kriegen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Kontur in das Ganze hier rein. So, hier dann auch nochmal. Und hier rüber gewechselt und weitermachen. Ja, haben wir eine Schaufel? Ja, haben wir noch. Okay. Machen wir jetzt erstmal hier wieder weg, dann setze ich mir da kurz einen Kackstift hin für das letzte Stück, was ich dann noch bauen wollte. Ja, jetzt sieht die Fackel dann natürlich ein bisschen kacke aus, aber eventuell werden wir das noch ein bisschen anders lösen. So, vielleicht komme ich da jetzt auch von oben dran, um ehrlich zu sein. Das ist, könnte auch funktionieren. Ja, doch, da komme ich von oben dran. So, fertig. Hier haben wir jetzt auch den Teil auf jeden Fall. Hier muss der Deckenbalken dann ausgespart sein. Aber dafür kann man dann hier vielleicht tatsächlich so nach unten gehen. Den dann hier aufsetzen. Dann macht man hier nämlich den auch weg. Dann kommt da auch ein normaler und so rein. Ja, dann haben wir das hier so verbunden. Da muss der natürlich auch weichen. Weil das ist natürlich die Treppe ausgerechnet. Vom Dach. Bitte, bitte. Eventuell setzen wir da was oben aufs Dach drauf. Da gucken wir mal noch. Das ist, kann ich jetzt noch nicht sagen. Das ist, muss die Zeit zeigen, wie das passt. Jetzt ist das Problem wieder, dass wir das Dach genau hier ausgerechnet natürlich dann an der Stelle recht weit unten haben. Aber wie gesagt, eventuell setzen wir dann halt so ein, ja, so ein Ding schon mal aufs Dach noch. Bloß muss das bis dahin dann erstmal fertig sein, damit man das machen kann. Und eventuell muss ich da das auch nochmal ein Stück verschieben. Beziehungsweise ich muss doch da oben drauf bauen und dann doch, das funktioniert, was ich vorhab. Jetzt bauen wir erstmal ein bisschen weiter. Wir sind gleich schon wieder am Folgeende. Das geht so schnell, wenn man hier baut und Ideen hat in Minecraft, das ist richtig schlimm. Zack und zack, zack. Zack. Bei Minecraft ist ein echter Spiel, da verliert man sich so drin. Da spielt man dann teilweise echt stundenlang und merkt die Zeit nicht mehr. Es ist echt, es ist richtig, richtig schlimm. So, da muss hier nämlich das Ganze auch so gebaut werden. Und hält dann hier vorne, oder weiß. Na, wobei, die Frage ist ja, wie sieht es hier vorne aus mit der Höhe? Das muss passen. Da habe ich nämlich Sorge, dass man hier dann, hier muss man hochkommen. Da muss man dann, damit man hier hochkommt, muss das nächste hier ein drüber gesetzt sein. Aber selbst wenn ich da ja Slabs hinsetze, ist das hier einer drüber. Haha, das funktioniert dann also schon mal. Okay, so. Nee, mitnehmen hier. Dann setze ich nämlich hier die Slabs hin. Ich hoffe, nur scheint kein Licht oder sowas durch später. Da gab es ja mal ganz gerne Lichtbugs oder sowas, wenn man Slabs ins Dach gesetzt hat. Warum wir da einfach die Slabs reinsetzen, hat einen ganz einfachen Grund. Und zwar, ja, es soll einfach nicht so langweilig aussehen und immer gerade nach oben gehen, sondern ja, so ein kleiner Versatz soll halt mal hier drin sein. Und so sollte man den auf jeden Fall hinkriegen. Hier oben das Dach ist natürlich dann wesentlich enger, aber das passt eigentlich auch schon wieder so, weil das ist ja so ein kleines Bauernhaus, wie so ein verschobenes Bauernhaus mehr oder weniger. Das ist gar nicht so schlecht, wenn das da ein bisschen verschobener wirkt. So, dann kommt hier nämlich auch die Zäune hin.
So, und hier kommen dann wieder ganz normal die Treppen hin. Aber hier nämlich einmal so ein Absatz drin, der so ein klein wenig kleiner aussieht. Bevor das Dach dann hier wieder ganz normal ansteigt. Doch, ich glaube, das sieht gut aus. Damit das Dach halt auch nicht zu hoch wird, also sieht es auch wieder scheiße aus. Also hochgezogene Dächer in Minecraft, finde ich, die wirken nicht richtig schön. Ich meine, zu niedrig dürfen sie natürlich auch nicht sein, dann sieht es auch scheiße meistens aus, aber... Ich glaube, das dürfte bei dem Haus relativ gut aussehen später. So, warte mal. So, da läuft mir schon wieder die Nase hier, wie scheiße, Mann, das ist doch ganz schlimm. Das ist doch alles schlimm. Und da haben wir keine Treppen mehr. Naja, wie gesagt, die Folge ist sowieso schon wieder sehr stark am Ende. Aber bevor wir weiterbauen, beziehungsweise eine Aufnahmepause machen, würde ich mal ganz gerne noch das Resultat des Ganzen jetzt angucken. Wir haben ja jetzt sehr viel nur geplant und sehr viel von innen auch nur gemacht. Aber trotzdem finde ich, sieht das schon relativ awesome aus. Also es hat was einfach. Es wirkt sehr, sehr stimmig, muss man sagen. Jetzt gucken wir mal ganz kurz von außen, wie das aussieht. Aber doch, ich finde, das sieht sehr gut aus. Dann eventuell, wie gesagt, im Dach kommt dann noch das ein oder andere extra, dass man hier oben was vielleicht draufsetzt oder sowas, dass es noch ein bisschen detaillierter aussieht. Aber ich finde auch mit den Fences, das sieht hier sehr gut aus. Wirkt halt, oder arbeitet so ein bisschen den Charakter des Ländlichen raus. Das wirkt sehr schön. Da muss nur eventuell da noch so ein Balken einmal durchgezogen werden, damit das nicht die Seitenfront zu langweilig aussieht. Aber das kann man im Nachhinein hier noch immer machen, wenn das fertig ist. Ja, wie gesagt, wir sind schon wieder am Folgenende angekommen, was ich sehr übel auch wieder finde. Deswegen gehen wir jetzt erstmal nach unten, legen uns hin und ich würde sagen, wir sehen uns morgen in der neuen Folge. Bis dahin, tschüss.